Dieser Ort im Hamburger Südwesthafen ist bis heute mit Schmerz und Unrecht verbunden. Hier lagerten tausende Umzugskisten, die ihren rechtmäßigen jüdischen Besitzern genommen wurden. Familien, die zuvor zur Auswanderung genötigt worden waren. Immer noch sind sie Opfer dieses gigantischen Raubzuges. Das Unrecht etwa, das seiner Familie vor 80 Jahren widerfuhr, beschäftigt ihren Enkel bis heute. Wo sind die Gegenstände, wo ist das Umzugsgut der Großeltern gelandet? Das ist ja eine Frage, die einem schon keine Ruhe lässt. Auch er hofft auf die Forschungen dieser Frau, Katrin Kleibel, Archäologin und eine Detektivin in Sachen Herkunft. Ein Jahr werden wir die Norddeutsche bei ihrer Spurensuche begleiten. Ihre Mission heißt auch Gerechtigkeit. Wenn ich jetzt diese Akten anschaue, finde ich doch einiges heraus, was die Behörden damals nicht beachtet haben. Und man hätte doch eigentlich so kurze Zeit nach dem Krieg etwas genauer schauen müssen. Wie kann das sein, dass das nicht gesehen worden ist? Dann hätte man doch gewusst, dass da wertvolle Bilder verschwunden sind und versteigert worden sind und auch vor allen Dingen auch an wen. Katrin Kleibel sucht das Eigentum der damals Entrechteten. Für die Familien war es eh schon schwer, ihre Heimat zu verlassen. Und dann kamen sie nun in Übersee an, beispielsweise in Amerika, und warteten auf ihr Umzugsgut und nichts kam an. Und das eigentlich große Ziel ist natürlich, diese Objekte irgendwann mal den Familien zurückzugeben. Eine schwierige Mission. Die Nachfahren hoffen schon sehr lange, meist vergeblich. Ja. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Schön, dass Sie gekommen sind. Schön, dass wir uns doch so an einem so geschichtsträchtigen Ort sehen können. Das Umzugsgut seiner Großeltern, darunter eine kostbare Kunstsammlung, lagerte in einem sogenannten Liftvan. Es wurde damals als Liftvans bezeichnet, was ja auch den Container wahrscheinlich gleich kam. Und die Größe, wenn man sich die auch anguckte, mit fast 17 Kubikmeter oder 18 Kubikmeter, 3 Tonnen, das sind doch wahrscheinlich auch ähnliche Apparate gewesen wie heutzutage. Ja, die waren schon so ein bisschen genormt, also weil es dann ja auch einfacher war. Es war ja Logistik, also Spedition, und das musste ja genau so in die Schiffe gebracht werden, dass Platz gespart wird und so weiter. Und wenn dann jemand, sage ich mal, 9 Liftvans gepackt hatte, dann kann man sich schon vorstellen, das sind eben 9 LKWs voll. Und wie viele Liftvans und Kisten hatte Ihre Familie? Also ich weiß von einem großen und einem kleineren, also im Prinzip 2. »1933 übernehmen die Nationalsozialisten die Macht. Juden sind das offizielle Feindbild. Sie werden verfolgt, entrechtet, gequält. Deutschland soll judenfrei werden. Vor dem späteren millionenfachen systematischen Massenmord gab es bis Ende der 30er Jahre ein Zeitfenster zur Ausreise. Ab 1941 war es damit vorbei. Wer das Unheil kommen sah und es sich leisten konnte, verließ schweren Herzens zuvor die Heimat. Ließ Familie, Freunde und Kultur zurück. Ihr Besitz, so das Versprechen, sollte ihnen nachgeschickt werden. Vorausgesetzt, sie konnten Umzug und Flucht im Voraus bezahlen. Die Kosten waren immens.
Ab Kriegsbeginn wurden die wenigsten Umzugskisten noch nachgeschickt. Familie Koch stammt aus Wiesbaden. Georg ist Arzt, interessiert sich früh für Kunst, kauft sie auch mit seiner Frau. 1933 stirbt er. Die Kinder fliehen nach London. Die Mutter, Lotte, folgt bald darauf. Ihr Hab und Gut, auch die Kunstsammlung, soll folgen, so das Versprechen. Über Hamburg, den Südwesthafen. Doch es kommt nie in London an. 1941 werden auch ihre Kisten beschlagnahmt. Fotos, Kunst, Erinnerungen, Dokumente, ein ganzes Leben einfach weg. Das war natürlich das Ziel der Nationalsozialisten, die Leute nicht nur die jüdische Minderheit außer Landes zu drängen, sondern auch komplett finanziell zu entrechten und auszuplündern. Und insofern hatten sie eigentlich kein großes Interesse, denen jetzt den Besitz unter allen Umständen noch hinterherzuschicken. Zum Schluss hat man ihnen dann doch letztlich alles nehmen können. Und das ist schon kriminell, schlimm, makaber. Man findet eigentlich keine Worte dafür. Die geraubten Umzugsgüter verschwanden nicht einfach so. Sie wurden von der Gestapo beschlagnahmt und dann oft versteigert. Jeder konnte zugreifen. Viele taten es. Ein sehr öffentlicher Vorgang. Die standen ja hier alle. Also in den Hallen, außerhalb der Hallen. Und das haben ja alle gesehen auf der anderen Seite. Alle Hamburger haben das gesehen. Und in der Zeitung wurde das annonciert. Und in Zeitungsartikeln wurde geschrieben, die Judenkisten werden jetzt versteigert. Und sind die denn aufgebrochen worden und oder jeder das einzelne Stück raus oder wurden die sozusagen präsentiert dann für Container? Es wurde richtig organisiert, also man hat sich getroffen mit Wirtschaftsvertretern und so weiter und mit der Gestapo natürlich und dann hat man Stück für Stück die Liftvans komplett, also eine Umzugsguteinheit einer Familie hat man hier rausgeholt und entweder zur Gerichtsvollzieherei oder zu unterschiedlichen Auktionshäusern gebracht und dann hat man die da versteigert. Also immer einen ganzen Haushalt. Ich glaube schon, dass es ein offenes Geheimnis war, dass hier auch eben jüdischer Besitz öffentlich versteigert wurde und die Leute konnten sich ausrechnen, dass die jetzt nicht zu einem Erholungsurlaub oder zu einer Kur gefahren waren. Hier an der Hamburger Drehbahn war damals die Gerichtsvollzieherei. Ein Versteigerungsort von vielen. Ein gutes Geschäft für Nazis und norddeutsche Schnäppchenjäger. Alles ging weg. Kinderbettzeug, ein kleines Tintenfass. Ein Ölgemälde mit Goldrahmen. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Wir haben es ja hier nicht mit einer klassischen Räuberbande zu tun, wo dann der Räuberhauptmann kommt und mit 3-4 Männern und die Pistole zückt, jetzt geht mal her und dann haben wir das. Sondern hier wird äußerst komplex der gesamte Staatsapparat in Bewegung gesetzt. Es sind ja auch Bankangestellte bei den Banken involviert, es ist die Gestapo involviert, es sind Verwaltungsmitarbeiter involviert, es sind Finanzbeamte involviert, es sind Firmen involviert, Transportarbeiter sind involviert. Und jeder dreht an irgendeiner Stellschraube in diesem System mit und dadurch kann das Ganze funktionieren. Hier im Hamburger Staatsarchiv lagern sie immer noch. Die Akten, die das Unrecht dokumentieren und die Katrin Kleibel akribisch durchsucht. Die Nazis waren gut in Buchführung. Und hier geht's dann los. Die einzelnen Objekte, die in dem Lift sich befunden haben, wurden hier feinsäuberlich aufgelistet. Und man hat hier immer die Bezeichnung des Gegenstandes, den Namen des Erstehers, hier zum Beispiel das Museum für Völkerkunde, was geboten wurde für das jeweilige Objekt oder eine Objektgruppe. Und das erzieht sich dann hier so seitenweise. Geht von, sage ich mal, Kunstgegenständen, Büchern, das wurde alles so ein bisschen gruppiert, Bettwäsche und Bettgestelle, Kochgeschirr und so weiter. Ihre Forschungen werden vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste gefördert. Geklärt werden muss, wer wurde beraubt, wer war der Käufer und wo ist etwa ein Gemälde jetzt? Vom Beginn, vom Verlassen des Hauses,
mit der Spedition, mit der der Lift transportiert wurde, bis zur Lagerung in der Gerichtsvollzieherei, wo ein Gerichtsvollzieher den Auftrag übernommen hatte, die Objekte zu versteigern. Im Grunde wird aufgelistet, wer was gekauft hat, für wie viel, sodass wir einen Überblick bekommen, waren es eher Privatpersonen, waren es Händler und was ist mit den Objekten dann weiter passiert. Da Kleibel nicht alleine forscht, trägt sie jede Spur in eine Datenbank ein. Ein Zigtausend-Teile-Puzzle. Und aus diesen ganzen Puzzleteilen, können wir den Weg eines Liftes vom Startort, Heimatort, bis zu dem Verkauf schlussendlich in Hamburg nachvollziehen. Zugegriffen hatten viele. Kunsthändler, Privatleute und Museen. Auch die Kunsthalle. Doch sind die damaligen Erwerber heute die rechtmäßigen Eigentümer? Nein. Deshalb forschen Ute Haug und Katrin Kleibel zusammen. 8 Gemälde aus sogenannten Judenkisten erwarb die Kunsthalle auf einer dieser Versteigerungen. Museen sind akribisch, suchen sehr gezielt. Man kann auch eben sehen, anhand diesen Bleistiftmerkmalen, dass sich jemand für die Auktion vorbereitet hat und Kunstwerke markiert hat mit einem Stern, mit 2 Sternen und mit 3 Sternen. Also quasi eine Art Rangliste erstellt hat. Die Wahl fiel auch auf ein Werk des französischen Malers Pierre-Antoine Patel aus dem 17. Jahrhundert. Der hängt auch im Louvre. Ute Haug versucht, Hinweise auf den eigentlichen Besitzer zu finden. Aber eine Nummer kann sie nicht zuordnen. Das ist diese laufende Nummer, hier auf der Liste von Schlüter 365. Und dann kommt eben diese Lagernummer 4043, Patel, Faun und Nymphe. Und um diese Nummer geht es hier jetzt, diese blaue Nummer, die wir hier jetzt hier im Haus nicht haben, entschlüsseln können. Wir finden sie zwar auf der Liste, aber wir wissen nicht, woher diese Nummer stammt, wer sie generiert hat und was dahinter steckt. Das ist genau die Nummer, wo ich denke, dass du sie suchst und findest. Das Knifflige an dieser Sache ist jetzt herauszufinden, auf die Nummern, diese 365 in diesem Fall, bezieht sich auf die Positionsnummer oder die Nummer, die auf der Auktion vergeben wurde. Aber diese andere Nummer, die 4043, die sogenannte Lagernummer, die bezieht sich auf etwas anderes. Und die Vermutung liegt nahe, dass das irgendwas mit dem Besitzer zu tun haben könnte. Also ist jetzt der nächste Schritt herauszufinden, zu welchem Umzugslift diese Nummer gehört haben mag und dann einen passenden Besitzer dazu zu finden. Werden die beiden den wahren Eigentümer und seine Erben finden? Hier im Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven arbeitet Katrin Kleibel eigentlich als Provenienz, also Herkunftsforscherin. Hinter jedem Objekt steckt eine Geschichte. Und in vielen Fällen ist es eben nicht bekannt auf den ersten Blick, wie die unterschiedlichen Verhältnisse damals waren. Wurde es verschenkt, wurde es verkauft, wurde es vielleicht unrechtmäßig einer Person entwendet und dann weiterverkauft? Und wie ist es überhaupt hier ins Museum gekommen? Auch hier im Bremer Raum versteigerten die Nazis jüdische Umzugsgüter. Hier kam Katrin Kleibel erstmals mit diesem Thema in Berührung. Da
dabei ist mir aufgefallen, dass dieser ganze Themenkomplex der Versteigerung von Übersiedlungsgütern jüdischer Emigranten in Bremen und Hamburg eigentlich grundsätzlich nicht bearbeitet worden ist. Also es wurde nie genau erforscht, wer welchen Gegenstand auf diesen Versteigerungen gekauft hat, obwohl dies in den Akten nachzulesen wäre. Auf so eine Spur hofft auch der Koch-Erbe. Denn seinen Großeltern gehörten wertvolle Gemälde. Bis heute gelten sie als verschollen. Seine Familie wollte früh wissen, wo ihr Hab und Gut verblieben ist. Erst hieß es, beim Bombenangriff verbrannt. Später keine Ahnung, keine Unterlagen. Doch Koch blieb hartnäckig, fand sogar eine Spur zu einem Gemälde aus Familienbesitz. Ein Nolde, Vase mit Mohn. Das hat also doch wieder alles in Bewegung gebracht und Zweifel darüber entstehen lassen, dass tatsächlich die Bilder verschollen sind, vernichtet worden sind durch Brand, sondern dass die eigentlich doch noch irgendwo existieren müssen. Mühsam fand er weitere Spuren über den Verbleib des Gemäldes von Nolde. Ein norddeutscher Viehhändler griff mal zu. Dann verschwand das Bild in einem Banktresor. Später kaufte es die Kieler Galerie Nägelein. Die ließ sich sogar die Echtheit des Gemäldes von der Nolde-Stiftung bestätigen. Auch das berühmte Auktionshaus Christie's in London versuchte es zu versteigern, vergeblich. Dann tauchte es mal in Bremen auf. Letztlich wurde es mit der Hilfe einer Galerie in Österreich nach Frankreich verkauft. Wer es jetzt hat, will Koch niemand sagen. Man hat den Eindruck, dass da doch gemauert wird, nicht die Dinge auf den Tisch gelegt werden, also keine Transparenz ist. Warum kommt das erst nach dem 4., 5., 6. Nachfragen auf den Tisch? Warum denn nicht gleich? Wer sind die Eigentümer, wer sind die Käufer? Das ist ein Geheimnis geblieben. Die lange Zeit, die jetzt ins Land gegangen ist und diese Mehrfachwechsel in der Eigentümerschaft oder im Besitz, machen natürlich Nachforschungen schwierig und erlauben es, Dinge auch zu verschleiern. Nägelein hat irgendwann mitgeteilt, dass das Bild nach Frankreich gegangen sein soll. Aber auch da kann man ja vermuten, dass es wieder irgendwo nur eine falsche Fährte, der man da nachgehen soll. Wer ist der Kuckuck, wo das Bild hingegangen ist? Also man kann ja heute dann an dieser Stelle kaum mehr jemand abnehmen, dass er die Wahrheit sagt. Koch bleibt misstrauisch. Wer kann es ihm verdenken nach all den Recherchen, den vielen Jahren, dem Schweigen? Denn es geht ja nicht nur um Nolde. Weitere Bilder, ein Jawlensky, ein Klee, ein Rolfs, gehörten auch zum Umzugsgut seiner Familie. Dass sie alle zur Raubkunst zählen, ist heute unstrittig. Deshalb dürfen sie nicht mehr gehandelt werden. Auch Beate Schreiber vom Historischen Forschungsinstitut Facts and Files versucht, die Spuren der zahlreichen Gemälde aus dem Umzugsgut der Kochs zu rekonstruieren. Auch sie braucht Auskünfte. Es geht ja eigentlich auch bei der Geschichte nicht nur um den Nolde, sondern es geht halt auch um diese anderen Bilder, die sich in diesem Tresor in der Sparkasse Elmshorn befunden haben. Und wenn man uns da wenigstens die Korrespondenz dazu zur Verfügung stellen würde, in Kopie selbstverständlich, damit man mal sehen kann, ob die sich überhaupt um die anderen Bilder gekümmert haben oder ob die aus irgendwelchen Gründen nur an dem Nolde interessiert waren, das wäre ja schon mal hilfreich. Aber das wollen die nicht und das muss man dann eben auch akzeptieren. Die sind nicht dazu verpflichtet. Es gibt keine Pflicht zur Auskunft de jure. Doch was ist mit Lauterkeit? Was mit dem Willen, Unrecht wieder gut zu machen? Aus meiner Erfahrung mit Kunsthändlerarchiven kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass die 1980 Sachen weggeschmissen haben und dass die nicht mehr da sein sollten, weil jeder Kunsthändler weiß, dass das sozusagen das A und O des Geschäfts ist, dass man weiß, was man mal hatte. Und von wem und an wem man es verkauft hat. Warum wird hier
was Falsches mitgeteilt, warum soll jemand in die Irre geführt werden? Das lässt doch den Schluss zu, dass die Beteiligten wussten, dass das irgendwas mit dem Bild nicht stimmen kann oder dass das eben doch tatsächlich aus geraubter Kunst entspringt. In so einem Schuppen muss auch Lotte Kochs Umzugsgut gelagert haben. Was hat Ihre Großmutter denn dann gedacht, als das nicht ankam? Hat sie das irgendwie mal berichtet, dass sie dann irgendwie noch gewartet hat oder noch mal die Spedition angeschrieben hat? Wo bleiben denn meine Umzugsgüter? Oder? Darüber hat unsere Großmutter, auch wenn sie uns besucht hat in Berlin, nicht gesprochen. Oder wir haben nichts davon mitbekommen als Kinder. Mhm. Doch Katrin Kleibel hat Entscheidendes gefunden. Tatsächlich Unterlagen, die es offiziell nicht geben sollte. Unterlagen, die die Versteigerung des Umzugsgutes der Kochs 1942 belegen. Ein Erfolg, auch wenn es noch keinen Hinweis auf den Nolde gibt. Doch immerhin Weg und Verbleib der Umzugskisten werden klarer. Es ging am 11.06.1942 von dem Versteigerer Max Notnagel eine kleine Summe von 36 Reichsmark 80 unter der Gestapo-Tagebuchnummer 2B21892-41 auf das Konto der Gestapo ein. Aber ich vermute, dass das ein Nachverkauf gewesen ist. Also der eigentliche Hauptverkauf des Umzugsgutes wird viel mehr Reichsmark eingebracht haben. Nur habe ich hier keinen Hinweis auf eine Überweisung. Das heißt aber nichts. Das kann sein, dass ich das noch finde. Und dann konnte ich jetzt in einer anderen Liste, die im Februar 1942 erstellt worden ist, das Umzugsgut der Familie Koch wiederentdecken. Und hier ist eine kleine Randnotiz, da steht, wird versteigert. Also das heißt, dass zu dem Zeitpunkt im März 1942 das Umzugsgut sich wahrscheinlich in der Versteigerung befand. Tja. Also vielleicht hilft Ihnen das jetzt, also es hilft Ihnen nicht weiter, Ihre Gegenstände zu finden, aber es ist sozusagen vielleicht ein kleines Puzzleteil, was wenigstens die Ereignisse rekonstruiert. Und somit wissen wir zumindest, dass der Versteigerer Max Notnagel involviert war. Und wenn man da jetzt wieder ansetzt und weiter nach Unterlagen von Max Notnagel vielleicht schaut, dass man dann doch irgendwann ein Protokoll findet oder zumindest genaue Daten mit Überweisungssummen. Die Nationalsozialisten konstruierten eine perfide Lüge, die im Nachkriegsdeutschland lange Bestand hatte. Das Hab und Gut sei freiwillig zurückgelassen worden. Das ist der Versuch, dem Ganzen den Anschein von Rechtmäßigkeit zu geben. Ja, wenn das dann freiwillig erfolgt, dann kann ja auch nichts Anstößiges daran sein. Das Ganze wird einfach moralisch wasserdicht gemacht. Aus Hamburg sind keine Fotos von den Versteigerungen der sogenannten Judenkisten bekannt. Aber es wird kaum anders gewesen sein als hier in Baden-Württemberg. Die Fotos zeigen ja fast eine volksfestähnliche Atmosphäre. Wir sehen lachende Menschen. Man hat fast den Eindruck, man befände sich auf dem Hamburger Fischmarkt. Und an keiner Stelle hat man den Eindruck irgendeiner Beklemmung oder dass man hier einem moralisch etwas prekären Vorgang beiwohnt. Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten.
Auch die Familie von Johanna Pluschitzki wurde enteignet. Ihr Mann Hermann hatte ein Warenhaus aufgebaut und seiner Frau ein Vermögen hinterlassen. Die Familie liebte Kunst und kaufte Beckmann, Liebermann, Brack, Schmidt-Rottluff. Künstler, mit denen sich heute Museen schmücken. Ihre Villa übernahmen später die Nationalsozialisten. Hier wurden dann die linientreuen Journalisten des Reichs ausgebildet. Die Familie Pluschitzki sah früh, was kommen wird, ging in die USA, nach Los Angeles. Auch ihr Hausstand sollte nachgeschickt werden, kam jedoch nie an. Allein die Versteigerung ihres Eigentums in Hamburg dauerte 3 Tage. 1500 Mal fiel der Hammer. Ein Vorgang, über den Katrin Kleibel noch heute staunt. Es kamen Leute aus Berlin, aus Hannover, die dort eingekauft haben. Und das waren eben keine normalen Leute, es waren keine Ausgebombten, sondern es waren Händler, die davon profitierten, diese Gegenstände günstig zu erwerben auf so einer Versteigerung, die davon wussten, dass wertvolle Gegenstände versteigert worden werden und die dann die Möglichkeit sahen, da zu profitieren, indem sie es günstig einkaufen und mit Gewinn in ihrem eigenen Geschäft weiterverkaufen. Ein alter Globus, ein Schreibtisch, ein Flügel, Steinway. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Auch Johanna Pluschitzki wollte nach dem Krieg ihr Eigentum wiederhaben, wies mit Fotos nach, was ihr gehörte und geraubt worden war. Nur wenige Gegenstände erhielt sie zurück. Katrin Kleibel recherchiert auch diesen Fall. Mühsam rekonstruiert sie die Wege der Objekte. Es geht ihr darum, endlich diesen Raub aufzuklären. Das ist keine Auftragsarbeit. Es geht um deutsche Schuld und Gerechtigkeit. Diesen Packen an Bildern, den wir hier haben, zeigen alles Möbelstücke aus dem Haus von Johanna Pluschitzki mit der entsprechenden Positionsnummer auf dem Versteigerungsprotokoll. Manchmal haben wir auch Gesamtaufnahmen von Wohnräumen, wo auch Objekte sind, die identifiziert wurden mit dem Versteigerungsprotokoll. Mal sehen, ob wir das hier hinkriegen, 109. Was das sein kann. Eine Biedermeier-Krone wurde gekauft von Meier, 760 Reichsmark. Geschätzt wurde der Preis auf 200. Also damit wird diese Lampe gemeint sein. Mit Hilfe eines Anwalts gelang es Johanna Pluschitzki, 32 Schnäppchenjäger zu identifizieren. Alle wiegelten ab. Keiner sah seine Schuld. Eine Rückerstattungspflicht erkennt mein Mandant nicht an. Sie hat die hier fraglichen Gegenstände sämtlich im Herbst auf einer Versteigerung des Gerichtsvollzieheramtes Hamburg erworben, ohne die geringste Ahnung davon zu haben, dass es sich um jüdisches Eigentum handeln könnte. Im Grunde genommen steht, glaube ich, in jeder Akte das Gleiche. Wir haben keine Unterlagen mehr, wir sind uns der Schuld nicht bewusst, wir haben damit insgesamt nichts mehr zu tun, so ungefähr. Nach 17 Jahren wurde Johanna Pluschitzki von der Bundesrepublik Deutschland mit letztlich 960.000 D-Mark entschädigt. Ein lächerlicher Betrag, bezogen auf den ursprünglichen Besitz. Danach ließ sie alle weiteren Ansprüche fallen. Das war ja auch politisch gewollt, dass jetzt hier keine ellenlangen Diskussionen in der Gesellschaft aufkamen. In Hamburg gehen wir ja von rund 100.000 Erwerbern aus. Das sind ja nicht ein paar Dutzend irgendeiner kleinen Randgruppe. Was wäre gewesen, wenn diese aktive Auseinandersetzung hätte erfolgen müssen?
Bis heute gelten viele Gemälde der unbezahlbaren Kunstsammlung von Johanna Pluschitzki als verschollen. Über ein Münchner Anwaltsbüro sucht ihr Erbe weiter. Denn es geht um mehr als Werte. Er hat einfach Interesse an seiner Familiengeschichte, an dem, was seinen Großeltern da widerfahren ist, beziehungsweise konkret seiner Großmutter. Hermann Pluschitzki war ja schon 1932 verstorben. Und er fragt sich natürlich, wo sind all diese Objekte geblieben? Wenn man sich die Fotos anschaut aus der damaligen Zeit, diese tolle Villa in Dahlem, die wirklich mit wunderschönen Kunstgegenständen ausgestattet war. Und wo ist diese ganze Familiengeschichte geblieben? Ich frage mich dann manchmal, wissen die Nachfahren der Geschädigten überhaupt, dass so viel offenbart worden ist, also dass in den Akten so viele Details über deren Privatleben steht? Und wäre denen das überhaupt recht, wenn das an die Öffentlichkeit kommt, dass sich diese Menschen da so entblättern mussten und das aktenkundig wurde? Da ist ja null Grenze mehr zur Privatheit gewesen. Und das ist schon doch sehr erschreckend. Und wenn man das dann so sieht, also dieses vergilbte Papier und dieser Geruch, das ist natürlich alles schon sehr alt, 70 Jahre her. Aber es ist natürlich dadurch noch sehr, sehr nah, nicht? Weil man es direkt liest und sich sofort eigentlich die Geschichte der Familie einem da eröffnet in diesen Papieren. Ein ganzes Leben, Schmerz und Verlust. Dazu gehört auch dieser Buddha-Kopf, einst in Paris erworben, dann von den Nationalsozialisten verscherbelt. Und hier haben wir eben diese Position, ein alter Kopf, Position 626, erworben vom Museum für Völkerkunde. Das Gebot war 500 Reichsmark. Es gab dann natürlich auch eine Rechnung an das Museum für Völkerkunde. Aber bei dem Kopf war es nachher so, dass man in der Nachkriegszeit bei den Rückerstattungsverhandlungen diesen Kopf nicht mehr gefunden hat, scheinbar. Und das lag wohl daran, dass in den Rückerstattungsanträgen ein Schreibfehler unterlaufen ist und da alter Topf stand. Und dass man dann natürlich nach was anderem gesucht hatte und eben diesen Kopf nicht gefunden hat. Topf statt Kopf. Und schon verblieb der Besitz von Johanna Pluschitzki 80 Jahre unrechtmäßig im ehemaligen Völkerkundemuseum in Hamburg. Zuvor hatte das Museum 6 Kunstgegenstände an Johanna Pluschitzki zurückgegeben. Den Buddha-Kopf sieht Katrin Kleibel heute zum ersten Mal. Toll. Ich habe ihn mir ehrlich gesagt viel kleiner vorgestellt. Es ist natürlich total schön, dass ich den jetzt mal tatsächlich sehe und nicht nur auf Abbildungen. Der lang vermisste Buddha-Kopf wird jetzt endlich Johanna Pluschitzkis Erben zurückgegeben werden. Wir haben uns sehr gefreut, auch unserem Mandanten eine positive Nachricht nach der langen Zeit überbringen zu können und in dem Fall ein Resultat zu haben. Nicht nur, dass da ein Objekt konkret aufgefunden werden konnte, sondern dass man da auch auf offene Ohren gestoßen ist und sehr kurzfristig eine positive Nachricht bekommen hat, nämlich, dass in diesem Fall eben das Objekt uneingeschränkt zurückgegeben werden soll. Auch ein Hinweis von Katrin Kleibel machte das Museum auf den Buddha-Kopf aufmerksam. Während einer Ausstellungsvorbereitung fiel dann auf, der als Topf verzeichnete Gegenstand ist eben der geraubte Buddha-Kopf und lagerte schon sehr lange im Museumsdepot. Und es kann passieren, dass Objekte in diesen großen Depots sehr lange an ihrem Platz
liegen, bevor sie für ein Projekt herangezogen werden. Das ist in den großen Museen so. Wir würden uns alle wünschen, wir könnten das einfach aufarbeiten. Aber das ist ein Zeitaufwand, der illusorisch ist. Also das ist eine Lebensaufgabe. Ja, das sehe ich kritisch, weil das ist eine Ausrede. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich verpflichtet, in der Washingtoner Erklärung solche Forschungen anzustellen. Das ist dann eben auch eine Aufgabe des Staates, auch der entsprechenden Behörden, auch eines in Hamburg eines Kultursenators, ja auch für eine entsprechende Ausstattung in der Provenienzforschung zu sorgen. Und dazu hat man sich verpflichtet. Und diese Verpflichtung muss eingelöst werden. Der Buddha-Kopf ist ein gemeinsamer Rechercheerfolg von Katrin Kleibel und dem Mark. Das geraubte Objekt soll jetzt den rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben werden. Es zeigt ja, dass es möglich ist, aus einem eigentlich unmöglichen Umstand diese Umzugsgüter von Tausenden von Familien und Menschen zu rekonstruieren, ist es doch möglich, dass man Objekte wiederfinden kann. Und wir haben hier das Glück, dass das Mark eine öffentliche Einrichtung ist. Und so ist es möglich, doch noch Objekte aus den Umzugsgütern wiederzufinden, was in Privathaushalten wahrscheinlich ungleich schwerer sein wird. Und noch ein Rätsel kann Katrin Kleibel lösen. Diesmal betrifft es die Hamburger Kunsthalle. Sie ist im Besitz eines wertvollen Gemäldes des französischen Malers Patel. Unklar war bislang, wem es rechtmäßig gehört. Eine winzige Nummer brachte den Durchbruch. Wir haben ja immer jetzt hier das Problem gehabt, dass wir die Lagernummer sozusagen nicht zuordnen konnten. Nach einigem Recherchieren habe ich dann Versteigerungsunterlagen von Schlüter gefunden. Und in diesem Fall konnte ich feststellen, dass die Lagernummer im Grunde genommen aus der Hauptversteigerung herausgezogen worden ist und hier sozusagen fehlt. Also hier ist eine Fehlstelle. Die 4043 fehlt hier. Aber sie taucht auf einer Extrarechnung auf, die wiederum mit der 365 kombiniert ist und gibt uns auch hier den Titel des Gemäldes und auch den Künstler. Also auf dieser Liste wurde ich dann fündig, hier unter der Gestapo-Tagebuch-Nummer 1336-41, sind zwei Gemälde aufgelistet, die separiert worden sind von der Hauptversteigerung. Und diese zwei Gemälde werden jetzt hier mit der Gesamtsumme von 1910 Reichsmark abgerechnet. Und genau diese Summe finden wir auch auf der Abschrift der Versteigerungsabrechnung wieder, die wiederum die Nummer 1664 trägt, die ja unsere Schlüter-Gemälde-Versteigerung ist. Also insofern können wir das ganz genau zuordnen und wir haben hier auch die Namen der jeweiligen Besitzer. Es ist natürlich toll, nach monatelanger Arbeit und Puzzleteile zusammensetzen und auch manchmal Verzweiflung, dass man irgendwie keine weitere Spur hat, endlich dann Treffer auf dieser Liste zu bekommen und dann eben auch die Bilder, die hier sich in diesem Raum befinden, zuordnen zu können. Und mehr noch. Weitere vier Gemälde kann Katrin Kleibel jetzt den eigentlichen Besitzern zuschreiben. Diese Arbeit, die jetzt die Kollegin Katrin Kleibel macht, ist natürlich ein Lottogewinn für uns, weil wir unsere Informationen zusammenwerfen können und daraus eben diese Matches bilden und somit eben die Lösung für die Herkunft und auch hoffentlich für die Zukunft für die Werke bekommen. Weitere Rätsel wollen Katrin Kleibel und Ute Haug für die Kunsthalle entschlüsseln. Weitere Eigentümer sollen ermittelt werden. Der Traum wäre natürlich, dass dieser Raum dann irgendwann leer ist und wir allen Werken die vormaligen Eigentümer und die rechtmäßigen Erben zuweisen konnten und dann nach und nach zurückgeben können. Wie viele Umzugskisten überhaupt versteigert wurden und von wem,
Das ist bis heute unklar. Mitunter verraten alte Überweisungen auf ein ehemaliges Konto der Gestapo bei der Deutschen Bank weitere Namen von Geschädigten. Sie werden akribisch notiert. Also jetzt bin ich nach etwas über einem Jahr Arbeit an dieser Liste, bin ich jetzt bei Buchstabe N angekommen. Das sind ungefähr bis jetzt, bis Buchstabe N, 1700 Namen von Geschädigten aus Hamburg. Man kann die ja mal so aneinander halten. Also ich habe jetzt etwas mehr als die Hälfte hier geschafft von dieser Liste. Also dann kann man sich ja so ungefähr errechnen, dass wir dann ungefähr bei vielleicht 2700 Namen sein werden. Die Namen der Geschädigten sind wichtig und sollen veröffentlicht werden. Nur so können einst geraubte Objekte ihren Eigentümern zurückgegeben werden. Wenn man rechnet, dass wir ungefähr an die 3000 Haushalte haben, die in Hamburg versteigert worden sind, und dann noch mal knapp 1000, die in Bremen versteigert worden sind, dann haben wir 4000 vollständige Haushalte, die im Grunde genommen versteigert worden sind. Und da kann man ja sich ausrechnen, das geht ja in die Millionen von Einzelobjekten. Und aus der verschollenen Kunstsammlung der Kochs etwa gibt ein Gemälde des Expressionisten Jawlensky ein Rätsel auf. Klar ist, auch dieses Bild steckte in der Umzugskiste der Kochs. Forscherinnen wie Beate Schreiber von Facts and Files setzen auf Kooperation. Wir erhoffen uns eine Mitarbeit von den Museen, die eventuell Jawlensky oder andere Gemälde haben, des Kunsthandels, die eventuell Hinweise auf die Sammlung Koch haben, weil es vielleicht doch auf einer Rückseite einen entsprechenden Vermerk gibt. Wir erhoffen uns auch, dass sich Leute melden, die eventuell die Bilder zu Hause zu hängen haben. Und auch ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, dass natürlich auch kleinere Kunsthandelsunternehmen eine Verantwortung tragen, ob sie wollen oder nicht. Wo ist die Kunstsammlung der Kochs geblieben? Ihr Enkel jedenfalls wird weitersuchen, solange es ihm möglich ist. Ich habe mir eben gesagt, wenn unsere Generation das nicht mehr machen wird, wenn ich mich nicht mal noch drum kümmere, diesen Sachen auf den Grund zu gehen, wird gar nichts mehr passieren. Dann ist sozusagen dieses Kapitel der Geschichte wahrscheinlich doch für immer tot oder nicht sozusagen, ist im Dunkeln verschwunden. Das Unrecht endlich aufzuklären, das die Nationalsozialisten hier am Hamburger Südwesthafen begangen haben, ist für Katrin Kleibel zur Lebensaufgabe geworden. Das Schwierige an dieser Aufarbeitung ist einfach die schiere Masse an Fällen und dass ich manchmal das Gefühl habe, dass die Zeit einfach nicht reicht und immer mehr Namen auftauchen und dass das wie so ein Fass ohne Boden mir vorkommt und dass man da als Einzelperson im Grunde genommen gar nicht das schafft, was in diesen ganzen Jahren versäumt worden ist.